Wir sind hier auf dem Camping Meltemi, den wollen wir euch auch vorstellen. Der liegt etwas südlich von Githion auf dem Peloponnes. Und hier sind drei Campingplätze direkt nebeneinander. Den hier haben wir gewählt, weil er am weitesten von der Straße weg ist und eigentlich alles bietet, was wir so brauchen, gestern und heute. Ihr erreicht den Camping Meltemi über die Dorfstraße und fahrt hier dann hier rein. Geht ein wenig abwärts, aber auch mit großen Fahrzeugen ist das zu schaffen. Problem für große Fahrzeuge kommt da hinten. So, ihr seht hier schon die lange, lange Einfahrt oder Zufahrt zum Campingplatz, wobei das hier ist schon der Platz. Das führt durch einen sehr großen Olivenhain, alles sehr schattig und wie wir finden, auch sehr angenehm. Ja, dann laufen wir mal gemeinsam die 350 Meter bis zur Rezeption, nicht bis ans Meer. nein, erspare ich euch natürlich. Wir treffen uns da vorne wieder. Hier haben wir noch ein schönes Kapellchen, direkt an der Grenze zum eigentlichen Campingplatz. Daneben für Freunde des hitzigen Sportes noch ein Tennisplatz. Ich denke, das macht Sinn, bei 40 Grad im Sommer hier sich die Bälle zuzuschlagen. Hier beginnt jetzt der Bereich, wo ihr schon reinfahren könnt, campen könnt. Problem ersichtlich, geht nur mit kleinen Fahrzeugen oder mit Zelt. Aber unheimlich geil hier unter den Olivenbäumen. Schön. Immer an im Sommer ist das hier, man sieht es auch an den Spuren, doch noch gut belegt. Da ist auch nochmal ein zusätzliches Waschhaus dahin zu sehen. Geschirr waschen, Duschen, Toiletten, alles vorhanden in dem Gebäude hier. Ist im Moment geschlossen. Wir sind gegen Ende der Saison, dann ist hier nichts mehr. In dem anderen Bereich wird hier zwar wahrscheinlich reingefahren, aber das sieht nicht aus, als ob der aktuell oder auch in der letzten Zeit noch genutzt wird zum Campen. Hier seht ihr nochmal das Waschhaus von der anderen Seite. Da hinten ist auch noch ein Zelt aufgebaut. Und das ist schön schattig, ich denke im Sommer. Zum Zelten oder mit dem Bulli optimale Stellplätze. Ja, dann nähern wir uns hier langsam der Rezeption. Die befindet sich in diesem Gebäude hier. Hier vorne sind alle wichtigen Informationen angebracht, die ihr braucht. ASCII-Karte wird genommen, aber auch mit ADAC-Karte kriegt ihr hier ein paar Euro Ermäßigung. Ja, hier meldet ihr euch denn an, geht relativ schnell, kriegt eine Karte mit Code und bei der Ausfahrt gebt ihr die ab und dann wird abgerechnet. Direkt daneben auch ein kleiner Markt für Postkarten und sonstigen TINF zum Kaufen. Gibt allerdings auch hier dann noch Getränke zu erwerben. Das ist noch nicht der Minimarkt. Hier kommen wir dann langsam an die breiteren Einfahrten, wo man auch mit größeren Fahrzeugen ab der nächsten Einfahrt rein kann. Und es gibt hier noch einen ganz besonderen Waggon. Da sitzt man wie in der Schule. Das ist der Internetwaggon. Direkt neben der Rezeption. Der einzige Platz, an dem man volle Kanne WLAN hat, aber wir brauchen es ja nicht. Aber schön ist es hier, ne? Ja, diese Ruhe. Guck da mal nach hinten. Stark. Und im linken Bereich, in dem Olivenhain, im Moment nichts los. Also mit kleineren Fahrzeugen oder mit Zelten. Sicher geil. Hier gehen wir jetzt die Einfahrten rein, wo die Wohnmobile stehen und auch der Lilly. Das sind
bewachsene, begrünte Dächer drüber, die es im Sommer sehr angenehm machen zu stehen. Allerdings die Stromproduktion einschränken. Das hier muss neu sein, ist noch nicht so zugewachsen. Und hier steht auch der Willi. Und da das da oben beschattet ist, müssen wir die Solar auch noch vor den Willi legen, um Strom zu kriegen. Sehr großzügig, sehr wenig belegt. Was ich dazu sagen muss, die Boxen sind, wenn voll belegt, ist doch ziemlich eng. Ich kann mir vorstellen, im Sommer sind die hier wie die Sardinen direkt nebeneinander. Die doppelte Größe, so wie es jetzt ist, ist angenehm. Da hat man Platz. Hier geht es dann weiter hoch Richtung Meer, Richtung Minimarkt und Richtung Restaurant. Das zeige ich euch gleich. Wir biegen hier jetzt rechts ab und gehen mal auf die weiteren Einrichtungen zu, die hier auf dem Platz sind. Da wäre zunächst mal direkt vor uns die Station zum Geschirrwaschen. Es sind Kühlschränke hier, wo ihr euer Kühlgut unterbringen könnt. Der rechte ist im Moment ausgeschaltet. Macht ja auch Sinn, ist wenig los. Der linke gut gefüllt. Mal gucken, was wir da noch haben zum Essen. Die hier ist auch ausgeschaltet. Ihr habt da Bänke, um euch hinzusetzen. Wie ihr seht, mit Meerblick. Und wenn man zwischen den Kühlschränken durchgeht, sind hier noch Gaskocher. Die sind angeschlossen, die funktionieren. Man kann also hier auch sein Essen zubereiten. Daneben Spülküche, da haben wir schon Besseres gesehen. Ja, vor dieser Aufenthaltskoch- und Kühlhütte findet ihr die Premiumplätze. Direkt mit Meerblick. Dazu müsst ihr entweder schnell oder mutig sein, weil geht nicht überall mit dem hohen Fahrzeug sauber reinzufahren hier. Aber sei es drum, einige haben es gewagt. Und einige waren schnell. Jetzt laufen wir aufs Waschhaus zu. Auf dieser Seite die Herren, andere Seite die Damen. Die Duschen ausreichend. Jo, landestypisch halt. Und mit 4 Duschen. Für den momentanen Betrieb sicherlich ausreichend. Wie das in der Hauptsaison ist, weiß ich nicht. Da schlagen die sich wahrscheinlich um die Plätze. Waschbecken zum Waschen. Auch hier zweckmäßig sauber ist das hier. Urinale und WCs. Gibt hier sogar Toilettenpapier. Das zieht ihr euch vor dem Gang hier raus. Auf der Herrenseite kann man dann noch Wäsche waschen. Warum das die Damen machen, weiß ich nicht. Und hier sind auch 2 Waschmaschinen, ein Trockner. Kosten aktuell Oktober 2022 jeweils 5 Euro. Behinderten-WC und Behinderte-Dusche ist auch vorhanden, gute Sache. Und wenn er ums Gebäude herumgeht, mit Meerblick und mit Kloparkern, kommt er hier an ein kleines Gebäude, das ganz kleine hier. Da ist die Toilettenentsorgung, also Entsorgung für Chemieklo. Auch hier zweckmäßig Punkt. Gehen wir weiter runter, findet ihr die Grauwasserentsorgung und Wasserversorgung zur Orientierung. Da
Vorne ist die Einfahrt. Hier das Waschhaus. Und hier die Entsorgung. Da hat man Platz, das funktioniert. Und auf beiden Seiten kann man tanken. Das ist eine gute Sache, weil Tank ist mal links, Tank ist mal rechts. Jetzt sind wir wieder vorne an der langen, schönen Einfahrt. Hier Kinderspielplatz. Sehr groß, gefällt mir. Und hier kommen wir Richtung Minimarkt und Richtung Mini-Taverne. Man sieht es ja schön schattig. Dahinter ist noch der Pool. Das ist ein recht großer Pool. Allerdings jetzt zum Saisonende leer. Fiel mich dann nicht. Und da, wo die Fenster geschlossen sind, ist die Grillstation. Da wurde gestern Abend gut und lecker gegrillt. Und auch hier, wenn er hochkommt, noch weitere Tische, Sitzgelegenheiten. Und auch da vorne sitzt man traumhaft. Vor allem abends schön mit Blick aufs Meer, trinkt seinen Wein und kann gut essen. Ja, das ist Minimarkt. Das läuft normalerweise auch das Restaurant hier in Selbstbedienung. Allerdings im Moment ist nichts los. Wird gerne bedient, auch an den Tisch gebracht. Also ist jetzt Vormittag, hier wird noch nicht gekocht. Und hier gibt es in dem Minimarkt dann schon mehr Sachen. Ende der Saison leer, wurde rübergeräumt. Aber Eier, Käse, Milch, Wasser gibt es auch hier noch zu kaufen. Selbstgemachtes Olivenöl. Und so ein paar Kleinigkeiten, die der Camper noch braucht. Und hier die Kleinigkeiten, die der Camper nicht so braucht, aber gerne kauft. Ja, war etwas kurz da drin, kann ich alles zeigen. Ihr habt es gehört, es sind Menschen, die einkaufen, die was trinken und Kaffee trinken. Die wollen wir heute natürlich nicht stören, indem wir sie auf YouTube vorstellen. Hier endet dann der offizielle Campingplatz. Aber der Strand da vorne wird auch vom Campingplatz bedient. Die kümmern sich hier drum. Der Strand ist äußerst sauber. Ihr seht, wir haben Kaiserwetter. Ein paar vom Campingplatz sind hier. Ein paar Einheimische auch noch dazwischen. Und das ist der Strand. Das ist der Ausblick. Ich denke mal, kann man nicht meckern. Da ist die Seite Richtung Githion zu. Da hinter dem Hügel liegt dann die Stadt. Sind etwa 2,5-3 Kilometer bis dahin. Aber auch hier um die Ecke gibt es Geschäftchen und Zeug zum Einkaufen. Und auch noch weitere Restaurants. Könnt ihr euch umgucken. So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Informationen hier zu dem wirklich schönen Platz rüberbringen. Geilst ist natürlich die Lage, muss man neidlos so sagen. Uns gefällt es hier sehr gut. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Und für alle die, die mal ein, zwei Tage ausspannen wollen, Wäsche waschen, entsorgen, Wasser auffüllen oder einfach mal Ruhe haben, die sind hier gut aufgehoben. Ja, damit beende ich auch das kurze Video, Platzvorstellung. Und freue mich, wenn es euch gefallen hat, dann bitte auch Daumen nach oben. Folgt gerne unserem Kanal, das kostet nichts und darüber freuen wir uns sehr. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video und vorher noch ein paar Bilder von der Drohne vom Strand. Bis denne!